So. Wie gesagt, ich muss wirklich mal gucken, weil das nervt mich selber auch gerade ein bisschen, jedes Mal da das Gamepad zu nehmen. Und es war früher so schön, da hat man zwar dann... Also da hat man halt einen Chat gehabt und musste halt mit dem Steuerkreuz hin und her. Sollte auch eine Feuerschwäche haben, theoretisch. Ich gehe mal davon aus. Weil es einfach ein Eismonster ist. So, und dann... Oh, wir haben einen Bogen. Cool, ein Bogen ist cool. Bogen gibt es die Punkte. Allgemein, wie gesagt, finde ich es ja schön, dass man auch mal ein paar andere Waffen zu sehen bekommt. Ist später im High Rank dann natürlich besser als jetzt im Low Rank. Das ist natürlich klar, und im G Rank dann noch viel besser. Aber trotzdem, wir haben mal ein paar andere Waffen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich wollte eigentlich auch mal ein bisschen Hammer. Oder als Zweitwaffe habe ich eigentlich den Hammer, wobei ich ihn noch nie wirklich richtig benutzt habe. Charisma, aber ich finde das so hinfällst, komm. Aber ich finde einfach die Zeit nicht dafür, das ganze Zeug zu farmen, wie schon gesagt. Das wäre einfach ein bisschen zu viel. Low Rank würde noch gehen, aber High Rank dann. Das wäre ein bisschen arg viel. Jetzt habe ich so einen Gutschein wieder dabei. Oh Mann. So, da Gutschein. Zack, weg. Heißgetränke habe ich noch ein paar. Farbbälle sammeln sich auch langsam. Okay, zwei haben angenommen. Noch der dritte. Jetzt nicht den Bogen wechseln. Ja. Ach komm. Wir wollen doch Spaß haben. Der fehlt jetzt noch einer oder nicht? Jetzt, ich schreibe keinen. Mit den Waffen. Mit den. Vor allem. Im Low. Wo sind jetzt die? Da? Ja, da sind wir. Jetzt habe ich bloß Low. Ich hasse diese Tastatur. Zack. Okay, alle drei bereit? Gut. Also dann, zack. Das regt mich ein bisschen auf mit den Dings. Mit den, mit der Tastatur. Aber darüber kann ich mich jetzt noch 10-mal aufregen. Das wird nichts bringen und nichts ändern. Okay, gegessen habe ich. Da und da. Und halt da. So. Okay. Und die essen scheinbar, glaube ich, auch alle was anderes. Weil alle haben Verteidigungsabwehr. Also gibt es da, glaube ich, auch was Besseres zu essen. Ja, das ist, keine Ahnung. Ich habe halt mein Zeug gefunden und ich fand eigentlich Angriff und Gesundheit eigentlich ganz gut. Dazu noch ein bisschen Ausdauer, wenn es frisch ist, passt doch eigentlich. Naja, wie es jeder meint. Wie gesagt, ich habe natürlich auch keine Ahnung, wie man das jetzt genau spielt. Ich habe es halt bisher nur so gespielt, wie ich es immer gespielt habe. Keine Ahnung. So, der Barrett kommt doch da unten, oder? Ja, da kommt doch in seinem Nest. Hätte man durch die Höhlen gehen können. Wäre, glaube ich, schneller gewesen. Ja, weiß ich gar nicht. Na, wenn jeder hier oben lang geht. Mich hat es auch zuerst nach hier oben gezogen. Weil ich, glaube ich, eher bloß unbewusst den anderen Leuten da gelaufen bin. Okay. Also dann, auf zum Barrett. Ist er schon weg? Hier unten. Okay. Weg nicht unbedingt. Was macht er denn? Ach, jetzt tut er schon wieder. Okay. Gut. Das war ein sehr merkwürdiger Anfang. Aber okay, vielleicht weil einer oben, einer unten war. War sich nicht ganz schlüssig, wo er denn jetzt genau hin will. So, oh je. Ich, ja, stehe mittendrin. Okay, sehr schön. Ich habe Ohrstöpsel. Ich mag Ohrstöpsel. Oh, sehr schön. Gerade abgebrochen. So, dann schon können wir... Wow. Na gut. Ich wollte es jetzt gerade holen, weil während er gerade so schön da war, aber okay. Wir werden sicher noch die Gelegenheit haben. Oh, ich hasse schnelle Monster. Ich kann es immer nur wieder betonen.
Na, jetzt kommt ein sehr schön. Das ist doch schon mal ein guter. Na, ja, was Gutes. Okay, die nächste Falle. Wo ist sie denn? Ich sehe sie gerade gar nicht. Okay, das hat jetzt nicht getroffen. Also es war beim Durambros irgendwie was komisches. Na, komm. Zieh deine Waffe. Okay, gut. Ich hätte gerne den Schweif. Schade, ich habe ihn leider über die Falle nicht bekommen, aber wir haben die Bernsteinhauer. Okay. Das ist sehr schön. Und da steht er jetzt kurz. Ich glaube, er ist gerade... oder ist er? Wow. Ist er erschöpft? Nee, ich glaube nicht. Er hat ja gar keine Zeit dazu, erschöpft zu werden. Das ist ja jetzt gerade aggro. Okay. Ach, das ist natürlich blöd. Jetzt wurde ich gar nicht aus der Verwirrung rausgerissen. Zumindest denke ich, dass man da rausgerissen wird. Nicht gut, okay. Dass man aus der Verwirrung geholt wird, wenn man vom Schrei getroffen wird. Bin mir aber gar nicht sicher. Keine Ahnung. Uah. Was mache ich denn? Die Schallbomben tun mich gerade irgendwie ein bisschen mehr ablenken als das Monster. Aber bloß weil irgendjemand hier 10 Stück wirft. Okay, aber jetzt können wir wieder draufhauen. Diese Arme... Ja, okay. Schweife ich ab. Sehr schön. Auch wenn wir den jetzt unbedingt brauchen, trotzdem. Er ist mir irgendwie immer so ein Verlangen, den Barry auf den Schweif abzuhauen. Weiß auch nicht wieso. Okay. So, haben wir wieder das gut gemacht raus. Da ist der Schweif. Okay, Barry auf Schweif. Ja, ist natürlich jetzt noch ein bisschen blöd, dass das alles noch Low Rank ist. Später im G-Rank wird es natürlich alles sehr viel besser. Weil es da halt einen Sinn hat, die Monster aufzuschneiden, da man da ein paar gute Materialien rausbekommt. Jetzt im Low-Rank, was will man mit Low-Rank-Materialien jetzt noch? Außer eine Waffe, die man jetzt ganz neu macht. Oder machen muss, jetzt nochmal zu machen. Aber ich denke nicht, dass es da irgendeine geben wird. So, wir waren bei den Gesten. Ach, hier haben wir bloß 2. Okay, Schattenboxen, provokativ. Protzen, Stolz. Stolzieren, tanzen, relaxen. Geht es relaxen? Ja, das habe ich ja schon mal. Ich werde immer wieder von der Quest abgebrochen. Ich wollte mal sehen, wie lange das geht. Na gut. Aber vielleicht eine ganze... Keine Ahnung, vielleicht bis man es abbricht. Ich weiß es nicht. Kenne mich noch nicht so ganz aus. Vor allem mit den ganzen Änderungen, die gemacht wurden. Weil ich ja bloß... online von Dings kennen. Gesundheit plus 2, Bombenstärke plus 2, Stromabwehr plus 5. Nee, vor allem, sie haben zwar beide einen Slot, aber... Zwei Slots in Gesundheit wären natürlich super. Das wäre natürlich mega für meine Rüstung. Dann hätte ich halt den Minuseffekt nicht mehr drauf, aber jetzt ein Slot auf der Rüstung, also auf dem Dings, bringt mir nichts. So, was haben wir denn als nächste Mission? Ach, wir könnten... Nee, können wir nicht. Okay. Ein Rattalos. Okay. So. Ja, jetzt bin ich hier noch. Zack. Okay. Gut, dann wechseln wir mal die Waffe, weil mit einer Feuerwaffe können wir da nicht viel anfangen. Nehmen wir Blitz? Ja, genau, Blitz. Halt nicht schmieden. Was mache ich denn? Ich muss doch gar nicht hierher, um die Waffe zu wechseln. Will, glaube ich, noch mehr jemand jeder? Ja, gut, der Dings will jetzt mit mir reden, der Gildenmeister. Ausrüstung verwalten. So. Blitz hier. Okay. Ich bin auch kurz davor, meine Dings fertig zu machen. Meine Drachenwaffe, meine erste. Die werde ich jetzt auf jeden Fall mal machen, auch wenn sie schlecht ist. Aber ich werde auf jeden Fall mal so ein bisschen die Yen-Moran-Waffe machen. Einfach mal vielleicht das erste oder sowas. Keine Ahnung. Ich werde mal schauen, wie ich dazu komme. Ja. So. Ja, der Gildenmeister will mit mir reden. Ich nehme mal die Quest an. So. Zorn des Ratter. Und es geht super schnell. Es ist ja perfekt.
Okay, Kaltgetränk habe ich schon. Ja, okay. Gut, dann reden wir nochmal kurz mit dem Gildenmeister, bis die ganzen bereit sind. Oh, Entschuldigung. Du hast in letzter Zeit sehr viel gejagt. Das freut uns natürlich. Dann, ach so, ja, okay, gut. Bla bla bla. Also, wir haben wieder einen Gähschein. Können wir gleich ablegen. Halt, nett. Ach so, jetzt kann ich ihn anklicken? Hä? Ach, einfach A, aber er wird nicht markiert als Ziel. Ach, ja. Nehmen wir die Superkatze. Das ist sehr interessant, aber wir können ja durch Klick auf das Gamepad, können wir ja auch die ganzen Leute ausspionieren. Ja, guck voll in die Kamera. Das ist eine sehr gute Nahaufnahme gewesen. Kriege ich das nochmal so hin? Ne, so. Nee, komm. Alle drei bereit, nehmen bloß einer. Zwei? Es fehlt noch einer. Alle drei? Ja, sehr schön. Ich bin mir nicht so sicher, aber naja, wenn sie annehmen, dann nehmen sie an. Das ist, wie gesagt, weil früher, da konnten wir bloß noch da rumstehen. Jetzt kann man ja überall rumlatschen. Aber ja, eigentlich passt es ja. Ich war halt noch nie Teil einer Quest. Ich bin ja jetzt immer bloß der Leiter von der Quest. Und hab ja davor noch nie Online-Quest gemacht. Deswegen, wie gesagt, verzeiht mir vielleicht das eine oder andere. So, welcher Weg ist es schneller? Ach, der da drüben scheinbar. Walster. Scheinbar der da drüben. Ja, weil man sonst durch das ganze Lavagebiet müsste, stimmt. Oder kommt der... Nee, der kommt am Netz da, oder? Doch, ach, tatsächlich. Stimmt, er hat bloß sein Video immer oben, aber er kommt hier. Glaube ich zumindest. Und ich glaube, er ist schon halb tot, bis ich da bin. Naja, gut. Dann haben wir ihn jetzt hier. Ich glaube, die haben alle... Ja, die haben alle eine Drachenwaffe. Ich glaube, der eine sogar... Ja, so eine Sichel. Könnte die Alatron? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe es immer falsch ausgesprochen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie das Monster heißt. Zumindest der ganz große Drachenältesten. Weil... Nee, das heißt bloß Dunkelklaue, die erste Waffe. Aber muss nicht unbedingt eine... Na, keine Ahnung. Kann ich ja mal nach... Okay. Das ging schnell. Ich glaube, ich habe nicht einmal an. Doch, ich hab irgendwie weiße Schärfe dazu bekommen. Naja, ich, wie gesagt, ja, witzigerweise habe ich nämlich genau das Beispiel gebracht in meinem Video, dass jetzt drei Leute mit voll ausgerüsteten Drachenwaffen auf den Rathalos gehen. Und dann passiert genau das. Aber im Lowering passt es, bloß weil die Quest jetzt vorbei ist, tue ich das gleich jetzt noch ändern. Was? Tue ich das jetzt gleich erst im Hafen sagen? Ja, keine Ahnung, aber es passt. Im Lowering passt es. Dann sind wir da schnell durch. Weil, ich weiß noch, mir wurde geschrieben, ich bin jetzt nicht in meinem Infovideo drauf eingegangen, mir wurde geschrieben, ob man nicht vielleicht Low und High Rank weglassen könnte. Weil, ja, die haben wir halt schon alle gesehen und das ist klar. Und deswegen habe ich da jetzt nicht so die Sorgen drum, dass es so schnell geht. So, ich schreib's nochmal kurz. Machen wir's einfach so. Ja, das kann ich nicht. Nee, ich muss es so. Ich weiß. Okay. Es sieht furchtbar aus. Okay.
komm, okay. Zornes Rathalos, okay. Jetzt ein Agnaktor. Agnaktor. So. Ich habe jetzt mal nicht geschrieben, dass er... Agnaktor. Ich habe jetzt mal nicht geschrieben, dass ein Vulkan kommt, weil es, glaube ich, rein logisch ist. Weil er sonst nirgendwo kommen könnte. So, wollen wir jetzt Mikro? Okay, der eine schreibt schon mal, nee. Ich könnte theoretisch mal, gut, der muss sich ja nicht mitmachen. Keine Ahnung. Es wäre vielleicht schon besser, aber ich, vor allem, wenn die nicht alle wollen. Bob hat ein, das steht wirklich dran, wenn man einen Gutschein bekommen oder eingelöst. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber es steht wirklich dran. Na gut. Wow, alles frisch, unglaublich. Hebersprenger, Kombinierer, Mut. Nehmen wir dann Heber. Ne, das war Schwachsinn, weil jetzt habe ich zweimal eine Heber. Das war natürlich blöd, weil ich nehme keine Blitzwaffe für den Agnaktor. Ich nehme natürlich eine Wasserwaffe. Ich könnte natürlich auch wieder eine Drachenwaffe nehmen, aber, falsche Taste, so. Ich habe keine. Aber die anderen werden wahrscheinlich wieder Drachenwaffen nehmen. Weil der Agnaktor ja auch schwach gegen Drachenwaffen ist. Aber ich nehme meine Wasserwaffe. Wie gesagt, ich hab ja noch gar keine. Ich bin auch gerade irgendwie ein bisschen... Kann an der Sonne liegen. Wenn man so den ganzen Mittag in der Sonne sitzt, dann sollte man vielleicht auch nicht mal Monster Hunter aufnehmen am Abend. Vielleicht wird man dann leicht verwirrt. Nein, ich will nicht mit dir reden. Mit dir da. Ja, was? Ich war zu langsam. Ja, okay. Gut. Dann steigen wir da mal ein. Habe ich alles. So. Okay. So. So, zack. Hä? Oh, ich dachte gerade. Das, weil ich. Weil, ach so, sehen kann man jetzt nichts mehr. Aber. Ja. Ja, gut, passt ja. Weil ich jetzt halt gerade nichts mehr sehe in der Übersicht. Chat beginnen. Ne, es ist das. Ich werde es lähmen. Ich werde es. Natürlich auch super, dass das nicht komplett angezeigt wird. Das heißt, man kann es erst lesen, wenn. Man kann es erst lesen, wenn man es geschrieben hat. Ich werde es lähmen. Ich werde es schläfrig machen, vielleicht. Ich stelle eine Falle auf. Ich lege eine Bombe. Ah, es ist. Die Ausrufe sind zwar ganz gut, aber vor allem, wenn sie dann länger sind, als man sie lesen kann vorher, nicht ganz so sinnvoll. Na egal. Es gibt vieles, worüber es mich aufregen könnte. Vor allem, was mich ja immer noch stört, wie gesagt, die Tastatur. Aber egal. So. Ich nehme ganz brav wieder meinen Farbball mit. Die Dinger sammeln sich langsam. Ich habe schon 6 Farbbälle dadurch bekommen. Auch wenn ich mir die Farbbälle... Kann ich mir Farbbälle kaufen? Ich weiß es gar nicht. Kann man sich die verkaufen? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ja, dann erlegen wir den Agnaktor. Der könnte jetzt natürlich auch wieder ein bisschen... Ja, wir haben Drachenwaffen dabei. Also vielleicht doch nicht. Ach, jetzt habe ich Heiß- und Kaltgetränke dabei. Gut, passt. So, da hinten ist er. Na, dann komm mal her. In deinen Tod. Ich hasse es, wenn der Agnaktor... Das hätte vor allem nicht viel gebracht, weil dann kommt er doch nicht aus der Lava raus, wenn er jetzt... Selbst wenn es funktioniert hätte mit der Blitzbombe. Naja, egal. Okay, jetzt sollte er kommen. Okay, da haben wir schon mal eine Schockfalle, die jetzt kaputt ist. Jo. Okay, das klappt alles nur so ein bisschen. Egal. Der wird trotzdem schnell umgehauen. Oh. Da liegt er schon. Ich will auf den Schweif. Weil der Schweif so eine große Angriffsfläche bietet. Na gut, man kann ja auch immer noch auf seinen Beutel meistens.
Hallo, ich komme gar nicht zum Angreifen, weil er die ganze Zeit hinfällt. Das ist unglaublich. Na, ich will jetzt auch mal angreifen. Wenn ich die Dings mal voll bekomme. Okay, Elan habe ich jetzt mal voll. Wenn er jetzt aufhört, auszurasten, dann kann ich auch mal angreifen. Jetzt wird er schon... Oh. Es läuft gerade nicht perfekt. Okay, jetzt ist er schon wieder. Hat das jetzt ihn rausgelockt? Ich weiß es gar nicht. Kann man ihn mit Schallbomben rausholen? Der macht Erdbeben? Ist mir noch nie aufgefallen. Ich weiß es auch gar nicht, ob man ihn mit Schallbomben rausholen kann. Keine Ahnung. Okay, da können wir ihn ja angreifen. Ja. Achso, ich gehe mal an den Rücken. Damit es hier irgendwas bringt. Da, jetzt komme ich da nicht durch. Weil ja blaue Schärfe plus Elan nicht reicht für ein Low-Rank-Monster. Nein. Das ist viel zu wenig. Da braucht man lila Schärfe Low-Rank. Was? Lila Schärfe Elan, meinte ich. Um da durchzukommen. Ich verstehe es manchmal nicht. Aber ich glaube, wir haben gerade alle Wasserwaffen, oder? Also ist der vielleicht noch nicht gegen Drachenwaffen schwach? Ich bin mir nicht sicher. Nicht hundertprozentig, was seine Schwäche ist. Okay. Ist jetzt hier oder habe ich einen Scheiß zusammengelaufen? Doch, da ist er. Okay, gut. Weil sonst sollte er eigentlich, glaube ich, weiter rechts runtergehen. Denke ich zumindest. Okay, da kommt er. Na, dann komm hoch. So, aber ist witzig, dass tatsächlich eigentlich bloß die Monster, die sich immer so ein bisschen vergraben oder weggehen oder halt sehr schnell sind, dass die ein bisschen länger brauchen. Aber gerade solche Monster wie der Duramboros, die werden oder sind halt sofort tot. Ah, Mann. Das verdammte Erdbeben ist mir auch, glaube ich, auch... Oh, okay. So viel zum Sofort-Tot. Das war auf jeden Fall gut gemacht. So. Und dann schneiden wir nochmal auf. Seinen Schweif haben wir zwar nicht bekommen... Hallo? Okay. Seinen Schweif haben wir zwar nicht bekommen, aber ja, ich habe bloß... Low Rank, ich kann es nur oft genug sagen. Was heißt, ich kann es nur oft genug sagen? Ich sag's ja oft genug. Das ist ja das Schlimme dran. Ich glaube, allgemein ist meine Kommentation ist gerade nicht die beste. Aber wie gesagt, ich schieb's einfach mal ein bisschen auf die Sonne und dass es hier gerade ein bisschen alles neu ist. Aber es macht doch Spaß. Das ist doch das Schöne dran. Gerade auch mal A, ein paar neue Waffen zu sehen. B, natürlich ein paar starke Waffen. Und von dem her passt das auch alles. Deswegen mache ich da jetzt auch keinen Fass auf, wenn die Waffen jetzt höher levelig sind. So, was haben wir hier? Eine Ration. Das hat sich sehr gelohnt, die einzusammeln. Na gut. Die Ration, die ich jetzt wieder zurückgegeben habe. Okay. Von mir aus. Ich will schon die ganze Zeit aufs Gamepad schauen, aber ich wüsste nicht, wieso. Okay, packen wir das ein und gucken gleich nach der nächsten Quest. Das geht hier ruckzuck.